So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt den Schraubendreher und dann werden wir auch unten direkt mal rumschrauben, würde ich sagen. Das können wir ja bereits. Saft ist nicht drauf, das sollte man auch nicht machen. So, 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 so. Einmal den Sicherungskasten aufmachen, bitte. Und dann gucken wir mal da rein. Hä? Was ist da los? Können wir da jetzt das... Jetzt haben wir den Sicherungskasten gekillt. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt... Moment, ich habe eine Idee. Ein Geistesblitz. So, Strom funktioniert hier gerade nicht so. Wenn wir jetzt das Wasser umleiten, könnte da eventuell kein Saft drauf sein. Muss ich jetzt gerade nicht verstehen. Wir haben hier noch keinen Saft. Können wir vielleicht einfach mal unser Ladegerät hier? Ne? Oder hier? Ne? Hast du auch recht, mit Strom spielt man nicht. Was hat uns das jetzt gebracht, ist die Frage. Das ist kaputt. Du, ach, der hat das Knie kaputt. Da, das Knie ist wund. Da finden wir bestimmt irgendwas. Was ist denn das hier? Schaltplan, wie es aussieht. Einmal zum Safe. Dann haben wir den Aufzug. Dann haben wir oben die Glühbirne. Wofür war die denn nochmal gut? Und den Käfig. Okay. Die Glühbirne war für das Laufrad. Genau, der Käfig. Der Aufzug ist das zweite. Das ist der Safe jetzt gerade. Da oben scheint was kaputt zu sein, wie es aussieht. Da können wir noch eine Kamera drehen. Okay, Idee. Wir klettern irgendwie da hoch. Und gehen mal zu dieser Kamera. Ja. Das werden wir jetzt als nächstes versuchen. Mir ist übrigens was ganz Kurioses heute passiert. Also, ich muss vielleicht mal dazu erwähnen. Bei uns werden immer am Mittwoch die Mülltonnen abgeholt. Und vorbildlich, wie ich natürlich bin, so war's, habe ich die gestern Abend rausgestellt. Und ich stelle auch immer die Mülltonnen meiner Nachbarin raus. Jetzt ist es so, dass ich die gelbe Tonne nicht wie viele andere im Garten stehen habe, sondern die steht bei mir im Keller. Und dementsprechend habe ich natürlich die gelbe Tonne auch wieder eingeräumt in den Keller. Und jetzt schellt es gerade an der Tür. Und die Nachbarin steht davor. Ihre gelbe Tonne ist verschwunden. Ob ich sie vielleicht in meinem Keller hätte. Und sie wollte mir partout nicht glauben, dass ich ihre gelbe Tonne nicht in meinen Keller gestellt habe. Sodass ich ihr das dann zeigen musste, dass da meine gelbe Tonne drin steht und nicht ihre. Ziemlich, ja, kurios. Ich muss dazu sagen, das ist eine ganz liebe Frau. Also, wirklich ganz nette, schon was älter, knapp über 70. War schon eine kuriose Situation, muss ich ja wirklich sagen. Dass man des Mülltonnendiebstahls bezichtigt wird. So, hier kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir durch. Genau. Na. Ah! Das Spiel darf man echt nicht spielen, wenn man betrunken ist. Da wird man ja irre. Ich will hier an den Rohr vorbei, genau. So, hiermit. Was können wir damit tun? Austauschen. Ah. Oh. Kamera drehen wir einmal. Ja, wir sind elektrisch geladen. Cool. Aua. Ah, das überträgt die elektrische Spannung auf heiße Kakerlaken in der Nähe. Deswegen schalten wir einmal um und dann sehen wir, dass hier der Strom, ups, rüber geht. Ich muss aufhören, gegen Wände zu laufen. Oder eigentlich darauf gehen müsste. Das hier, wir können uns elektrisch laden, aber irgendwie bringt uns das gerade. Moment, wir gehen da jetzt nochmal hoch. Dann müssen wir mal ein bisschen da oben rumlaufen und mal genauer nachschauen, was da jetzt
Sache ist. Nein, das können wir nur machen, wenn der Saft drauf ist. Also nochmal Hebel umlegen. Haben wir von da dran? Nein. Viele Wege führen zum Hebel. So, und wieder hoch. Entschuldigung. Nee, das war ja auch falsch. Der Hebel, der muss ja... Mensch, Hardy. Ja, Leute, haut euch ruhig vor den Kopf, was der da macht. Safe. Moment. Die Kamera ist auf dem Safe, aber Safe hat keinen Saft. Glühbirne hilft uns auch erstmal nicht weiter. Und da ist die Kamera noch nicht irgendwie eingestellt. Ach, das war der Aufzug. Okay. War in dem Aufzugraum... Ups. In dem Aufzugraum auch irgendwie vielleicht noch was? Da waren wir jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich will aber nochmal gucken, was passiert, wenn ich elektrisch geladen bin. Welcher war es denn? Dieser war es, genau. Also, zum 8. Mal jetzt hier hochlatschen. So, wir können uns hier elektrisch laden mit der Anokathode. Da kommen wir jetzt natürlich nicht dran. Wenn wir es aber vorsichtig machen. Ja. Jetzt ist es abgerissen, okay. Versuchen wir es nochmal auf anderem Wege. Also darum geht es nicht. Hier geht es auch nicht großartig weiter. Er ist jetzt aufgeladen. Da kommen wir aber irgendwie nicht dran gerade. Jetzt reißt es wieder ab. Was ist, wenn wir uns jetzt beeilen? Funktioniert nicht. Okay. Wir gehen nochmal in den Raum mit dem Aufzug. Und gucken, was es da zu holen gibt. Vielleicht haben wir auch einfach was vergessen. Da muss es doch auch eine Kamera geben. Warum sich der Käfig nicht hebt, ach ja, das war wegen der Power. Hier mit ihm war auch nichts anzufangen. Er liegt da immer noch mit seiner kleinen Magenverstimmung. Hier ist doch vorhin was reingefallen. Wenn ich mich so recht entsinne. Da ist doch was reingefallen. Wie kommen wir nur dahin? Was ist denn das da für ein orangenes? Man weiß es nicht. Also, Aufzug. Einmal nach oben. So. Hier, das haben wir auch gelöst, das Rätsel. Das war die Geschichte mit dem, ups, Fischchen. Ach ja, hier sind wir dann. So, einmal außenrum. Da können wir nichts drehen. Wie sind wir denn nochmal darüber gekommen? Über die Decke, ne? Haben wir hier eine Kamera oder sowas? Auch nicht. Schwierige Situation und wir kommen wieder einmal nicht weiter und stehen am Rande unserer Verzweiflung. Nee, wir krabbeln nochmal zurück. Was ist denn hier? Da kommen wir nicht hin. Das wird irgendwas mit dem Strom auf sich haben. Bin ich mir schon fast sicher. Wir können das Ding aufladen, aber wenn wir zu weit weggehen, dann können wir es nicht mehr aufladen. Hm. Das ist wahrscheinlich für die Glaskuppel dann. Raum mit erster Hilfe. Das ist der Raum hinter dem Safe. Wir können es aufladen, wenn wir zu weit weggehen, können wir es aber, oder entlädt es sich wieder vielmehr. Hier müssen wir irgendwie mit Power rein, hier müssen wir das Knie noch irgendwie verbinden. So, da haben wir unten Saft drauf. Das ist der Safe, da ist kein Saft drauf.
Da ist das Lämpchen, was wir powern können. Moment. Moment, wenn wir jetzt den Safe anschalten und Gas geben, haben wir dann mehr Power? Nein. Haben wir natürlich nicht. Versteh einer die Welt. Hier müsste doch noch was gehen. Da kommen wir jetzt nämlich nicht dran. Wenn wir den Knopf drücken, kommen wir von der anderen Seite da dran. Obwohl, dann haben wir hier wieder keine Power drauf. Also... Aber wir kommen auf diese Seite rüber, wenn hier Power drauf ist. Müsste funktionieren. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Wir versuchen es mal. Also wir gehen... Wie oft bin ich jetzt da schon vorgerannt? Wir gehen mal hier rüber. Haben jetzt hier Power drauf, können das Wasser ablassen. Hier ist natürlich kein Saft drauf. Jetzt kommen wir hier die Wand nicht hoch. Kommen wir hier rum. Da brauchen wir die Karte. Wir haben immer noch keinen Saft. Hier kommen wir auch nirgendwo hoch, glaube ich. Da können wir jetzt nicht rüber, weil es atomar verkratzt ist. Ich will dich nehmen. Warum nicht? Dann lade ich dich auf. Geht auch nicht. Über die Kisten können wir auch nicht drüber, haben wir gesagt. Die sind nur irgendwelches Beiwerk. Was aufsammeln hier ist auch nicht drin. Können wir uns denn das Ding anziehen? Nee. Die Karte dafür haben wir ja. Hier geht's aber wieder nicht hoch. Das habt ihr toll gemacht, liebe Freunde von Daedalic. Dass wir hier nicht drüber können. Ist also doch nicht die Rätselslösung. Wir gehen noch da oben ein bisschen mit dem Strom spielen. Das muss ja irgendwie funktionieren. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Falsche Richtung. Da lang, genau. Ja, komm. So. Nein, 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 nein. Dieses ganze Gedrehe, da wird man irre bei. Warum man da rein kann, weiß man auch noch nicht. Also hier können wir auf jeden Fall eine Aktion machen. Die uns auflädt. Wenn wir jetzt das Rock in die Hand nehmen, ist es dann geladen? Nein. Hier können wir nichts machen. Kommen wir hier rüber? Auch nicht. Wieso geht denn der Strom nicht darüber? Weil das Teil platt ist. Da kommen wir nicht dran. Moment. Jetzt hoch an die Wand. Ah. Funktioniert auch nicht. Wir können uns nicht so weit davon entfernen, das ist das Problem. Da kommen wir nicht dran. Ja Gott, Sakra. Wenn wir hier reingehen, ist es weg. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, nicht wenn ihr es wisst, ne? Wenn ihr eine Idee habt, versucht mal das und das. Schreibt es mal in die Comments rein. Wenn ihr es natürlich schon durchgespielt habt, das Spiel, dann möchte ich es, glaube ich, gar nicht wissen. Denn dann ist es ja auch irgendwo langweilig. Aber wir versuchen nochmal was. Das haben wir aber, glaube ich, schon versucht. Was ist denn, wenn kein Strom drauf ist? Sondern wir den Strom auf dem Kasten haben, können wir dann damit interagieren. Ich habe schon wieder einen Mordskohldampf. So, kein Strom drauf, ja. Damit kann ich nicht interagieren, das ist zu weit weg. Ich kann mich hier aufladen. Die Kamera ist auch gedreht. Kompliziert. Kompliziert, kompliziert. Wir werden uns auf jeden Fall was überlegen, wie wir das lösen können. Doch, tun wir. Doch. Bis dahin machen wir einen kurzen Break. Schauen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Viele Grüße auch von Jim.
Doch, Jim, auch von dir. Von Bud natürlich, den haben wir hier vorne. Bud, wink doch nochmal nett. Und natürlich von mir. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Hadi.